Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob er da schon ein Gebäude gebaut hat. Nein, hatten wir noch nicht. Alles gut, wir haben 6000 Euro gerade noch auf dem Konto. Wir haben noch einen grünen Leguan einzusetzen. Wir haben 26 Tiere, 8 Arten, Tierwohlbefinden, Zooruf, 2,5 Sterne, Marketing muss verbessert werden, Gastbildungsbewertung. Das wundert mich eigentlich, dass das so niedrig ist. Aber gut, pass auf, das können wir ja machen, das ist doch kein Problem. Einrichtung. Gastbildungsbewertung. Infolautsprecher. So drin, das ist die Todesotter. Passt das jetzt? Hat das jetzt gepasst? Todesotter, genau. Und da drüben machen wir das gleiche für die östliche Braunschlange. Da, wo sich das nämlich überkreuzt, ist nämlich eh niemand. Sollte vielleicht kurzer. Reichweitemäßig. Minimal runterfahren. So vielleicht. Ja, so kann es gehen. Na gut, so, dann hat man das gemacht. Und jetzt müssen wir mutig sein. Wir haben nämlich ein Tier in der Vivariumsverwaltung drin. Ach, stopp mal, ein Tierding. Tierverwaltung hier. Und es schimpft sich grüner Qualea. Grüner Insel-Leguan. Ist Gold. Das heißt, er sollte eigentlich ein bisschen was mitbringen. Sieht extrem cool aus, das Gehege, muss ich schon mal sagen. Ach krass. Ah, das wusste ich nicht. Das ist krass. Okay.
Arztreich für Mitarbeiter. Die Fassade, genau. Du lebst nämlich meines Wissens nicht in Australien, sondern in Südamerika. Müssen wir erstmal draußen noch was Schönes machen. So. Bisschen weiter weg, den rutschen wir mal hier hinter. Können wir mit die mal kurz wegmachen. Die schaut auch zu krass aus. So, dann gucke ich mal den hier. Den stellen wir hier hin. Genau, so, du kommst aus Südamerika. Das heißt, wir haben hier mal östliche Braunschweige schon mal nicht. Wir haben hier grüner Leguan. Und dann pass mir deine Farben an. Genau. Grüner Leguan. Ich hoffe einfach nur, dass das ein bisschen funktioniert. Wäre wichtig, dass es funktioniert. Ansonsten gehen wir, drohen wir hier nämlich pleite zu gehen. Und das will keiner. So. Was wir noch brauchen? Ameisenbaumsetzling. Ja, das ist mal was Neues. Schau mal. Dann haben wir hier eine Bananenstaude zum Reinsetzen. Und dann, na gut, Baumfahren, den haben wir schon. Ja, aber die. Ja, den mach ich jetzt auch noch ein. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Nee. Die Kohlpalme ist zu. Zu groß. Okay. Die sind alle groß, die Bäume. Da gibt es keine kleinen Bäume. Und so eine Ölpalme. Die gibt's schon. Schauen wir, können wir mal sagen, wir nehmen den Baum hier. Setzen den dahinter. Den machen wir weg. Und was heißt, sagen wir hier, wir setzen hier die Palme rein. So, jetzt müssen wir kurz schauen. Wurzeln. Okay, sehr interessant. Uff.
Sehr interessant, sehr interessant. Okay. Ja gut, eine größere Ölpalme brauchen wir dann auch nicht mehr. Wobei so eine Zweierölpalme kann man schon mal aufstellen. Das hohe Gras muss noch weg. Man soll sich schon ein bisschen so fühlen, als wäre man im Urlaub. Das ist gar nicht so im Urlaub. Als wäre man im Urwald, das ist gar nicht so schlecht. Bisschen überwachsen, mehr oder weniger. Zu groß. Nah ran zu, dass man hier mal kurz die Pflanzen am Boden setzen können, wo ich sage, da würde noch extrem gut was hinpassen, aber das ist gar nicht so einfach dann zu sagen, hier passt noch was hin und da. Und gleichzeitig praktisch dieses Überbevölkern von Pflanzen und Dingen. Glaube ich persönlich für dieses Dschungelfeeling extremst wichtig finde. Dass halt so viel da ist. Und von dem, was so viel da ist, dann halt auch, keine Ahnung, immer noch irgendwo nochmal eine steht und nochmal was wächst und es aber auch nicht genug ist und alles eigentlich, wie soll ich sagen, ein bisschen kreuz und quer auch wächst. Also so wie hier jetzt gerade, so weißt du, da ist eigentlich die eine Pflanze und in der anderen Pflanze, da kommen wir zum Beispiel schon gar nicht mehr durch. Da muss ich gut durchziehen, dass wir hier unten hinkommen. Na, da will ich hin. Ne, hier. Ne, da. Genau. So, dass du richtig so ein Ding findest, wo du dann gar nicht mehr gescheit sagen kannst, was ist denn das jetzt? Da liegt noch mehr von dem Zeug. Das würde mich interessieren, wie das ausschaut hier auf dem Ding. Das Tropenlaubstreu finde ich extrem cool gemacht. Warte mal, dass man das irgendwie
So, also, dass du so einen Weg dahin hast. Weißt du, was ich meine? So, hier, zack. Zack. Du bist auf dem Boden, gehst jetzt so hin und sagst, oh, hier links und rechts liegt so Tropending. Sieht voll cool aus. Und die Wurzeln hier hinten. Noch 1800. Also dann kommt wieder so ein Baum, der viel zu groß ist. Oh, der geht eigentlich. Wenn man den hier reinsetzen, das müsste eigentlich gehen. Und hier haben wir da hinten ganz viele, aber die haben wir hier gar nicht zum Beispiel. Ne, nicht klein, sondern gibt es noch mal in groß. Du bist Mittel. Oh, das ist interessant. Da stehen nur die Großen. So. Hand kurz eingeschlafen. So. Der ist offen. Letztes, was wir so machen können. Das ist alles ein Gebäude. Wow. Okay, das habe ich nicht gedacht. Genau so. Kriegen wir mal hin. Kein Ding. So, warte mal. So rum. Und dann möglichst hinter die Anzeige. Ja, aber nicht. So, dass du. Genau, so. Und jetzt da machen wir nochmal ein Foto.
Und entweder geht es dann richtig zur Hölle. Oder wir machen Plus. Das sehen wir gleich. Es geht nicht, es sind 5. Und schauen wir mal. Ob der Leguan uns das bringt? Ich weiß, dass wir wenig Geld haben. Das ist nichts Neues. Ein Plus machen, das ist das Wichtigste, bevor wir die anderen jetzt irgendwie hier. Das war perfekt. Wie war es nochmal? Wir können hier sowieso noch ein bisschen. Also ein bisschen schade, weil wir da drüben. Wie gesagt, hier die Glasche im Weg haben. Aber bewegt sich halt auch nicht weg. Einmal mit. Einmal ohne Kameralicht. Ne, Filter brauche ich keinen. Genau. So. Und dann hätten wir eine weitere Folge und dann müssen wir schauen, dass wir in der nächsten Folge das Ganze hinkriegen, wie wir es brauchen. Und das wird, glaube ich, nicht einfach. Weil ich glaube, dass das sehr, sehr schwer wird. Das wollte ich gerade sagen. Das sollte eigentlich grüner Insel-Leguan sein. Und die Reichweite sollte sich nach Möglichkeit nicht direkt mit der anderen überschreiten, genau. Also machen wir hier mal 9, das passt. Und auf der anderen Seite müssen wir einfach die Ding zurückfahren hier. Die gehen auf 9 und überschneiden uns hier nicht mehr. Und sogar auf 8 runter. Bei 9 da, das passt sogar. Ja, den kleinen Ding. Scheiße auf das kleine Teil. So, wo steckst du hier? Du steckst du da. Den müssen wir einfach bewegen. Hier, zack. Dann überschneidest du nämlich auch nicht. Nope. Und da, wo sich's überschneidet, ist niemand.
passt. Was haben die Nyalas eigentlich die ganze Zeit? Jetzt muss ich jetzt schon mal fragen, was haben die, wieso geht's denen nicht gut? Irgendwas haben die. Ah, hier. Aber das haben wir noch nicht ganz erforscht. Okay, gut, dann machen wir weiter. So, dann haben wir mittlerweile erforscht Stufe 1 Riesenschildkröte, sowie Bison und Wolf. Wolf sind wir sogar schon bei Stufe 2. Okay, pass auf. Halt mal kurz an. Gehege, wir müssen natürlich Anpassungen vortreffen. Art. Fangen wir beim Wolf an. Ich glaube, den Ball haben sie schon und das Eisding haben sie auch. Ja. Ist ja schon mal ein Anfang. Okay. Wenn sie das haben, können wir natürlich auch sagen. Barrierestatus 64%. Techniker. Sind 600 Euro mehr pro Fütterung. Das ist natürlich die Frage. Die sind eigentlich alle im grünen Bereich. Was fehlt euch? Friends, was fehlt euch? Was genau könnte ich bei euch verbessern? Lebensqualität 23%. Du bist mit 72% Wohlbefinden. Okay, pass auf. Warte mal, nee, du bist bei 72%. Du bist grün. Wir haben Geldprobleme. Wir können da nicht dann sagen, hier gibt es besseres Futter. Und auch ihr seid happy. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist klein und heißt Bison Baby. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, mein Frau. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Tschüssikowski.